Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat sich festgelegt, bis mindestens Ende 2014 will sie die Leitzinsen auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau lassen. Das ist das wichtigste Ergebnis der gestern Abend zu Ende gegangenen Sitzung des Offenmarktausschusses. Nun ist in diesen derzeit ja sehr schwierigen Zeiten bereits eine Prognose auf Sicht von 3 Wochen oder 3 Monaten relativ schwierig. Eine Aussage für die nächsten 3 Jahre, die ist in der Tat sehr mutig. Und sie spricht auch für eine gewisse Verzweiflung auf Seiten der amerikanischen Notenbank. Offenbar traut man der zuletzt ja wieder etwas angesprungenen US-Wirtschaft nicht über den Weg. Natürlich versucht man hier den Handelnden in der Wirtschaft eine gewisse Planungssicherheit zu geben, damit sie eben ihre Kredite tatsächlich in Anspruch nehmen. 2 Probleme gibt es dabei allerdings. Ich nehme nur dann einen Kredit in Anspruch, wenn ich glaube, diesen auch lukrativ einsetzen zu können. Das heißt, mit dem geliehenen Geld Gewinne zu machen. Und zweitens zeigt gerade die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass ein Mehr an Krediten, ein immer weniger an Wirtschaftswachstum für die Konjunktur bringt. Das sind also Probleme, mit denen Ben Bernanke, die amerikanische Notenbank, ja und eigentlich fast alle Notenbanken weltweit außerhalb der Schwellenländer zu kämpfen haben. Der deutsche Aktienindex allerdings nimmt das Ganze durchaus auch als ein positives Signal. Er macht sich wieder auf den Weg in Richtung der Jahreshöchststände. Die lagen ja bei 6.467. Im Moment sind wir davon noch gerade mal 15 Punkte entfernt. 6.453, das ist ein Plus von 0,5%. Größter Gewinner hier im frühen Handel ist die Aktie der deutschen Börse. Sie legt 3,3% zu. Obwohl ein Zusammenschluss mit der New York Stock Exchange immer unwahrscheinlicher wird. Nun heißt es, die EU-Kommission werde sich bis zum 1. Februar entscheiden. Allerdings scheint es auch so zu sein, dass die Börse mittlerweile auch erleichtert ist, wenn dieses ganze Gerede, Fusion hin, Fusion her, endlich beendet ist. Größte Verlierer aktuell, allerdings mit Abschlägen von weniger als 1%, Siemens, Deutsche Bank und die Allianz.